Amen. Ihr seid in Nehemia Kapitel 4, guck mal Vers 1. Und es geschah, als Sanballat und Tobia und die Araber, die Ammoniter und die Asoriter hörten, dass die Wiederherstellung der Mauer von Jerusalem fortschritt und dass die Lücken sich so zu schließen begannen, da wurden sie sehr zornig. Und sie verschworen sich alle miteinander, dass sie kommen und gegen Jerusalem kämpfen und Verwirrung anrichten wollen. Der Titel meiner Predigt heute lautet: Wie Satan uns angreift. Wie Satan uns angreift. Eine kurze Geschichte hier, was passiert in Nehemia, im Buch Nehemia. Also, als die Babylonier in Jerusalem einfielen, rissen sie die Mauer ein und zerstörten den Tempel. Danach ist Israel 70 Jahre lang in Gefangenschaft. Danach wird Babylon von den Persern und Medern eingenommen. Viele Juden kehren nun in ihr Land zurück. Während dieser Zeit haben einige heidnische Fürsten, gottlose Fürsten von Samaria, die Herrschaft im Land übernommen. Und Nehemia, ein Diener von König Artaxerxes von Persien, wird beauftragt, zurückzukehren und die Mauern und den Tempel wieder aufzubauen. Also die bestehenden Fürsten von Samaria sind darüber nicht glücklich. Sie wollen das nicht und verursachen Probleme gerade. Also, was wir als Baptistenkirche, zufälliges Wort, tun, ist der Situation in Nehemia sehr ähnlich. Ja? Wir bauen den Tempel Gottes in Deutschland wieder auf. Ja? Wir bringen die biblische Lehre zurück, die lange verloren gegangen ist. Das Evangelium ist lange verloren gegangen. Ja? Und wir bringen das Evangelium, wir wollen das Evangelium predigen in seiner ursprünglichen Form, ja, ohne Zuckerguss, ohne Kompromisse. Ja, Glaube allein, Gnade allein, einmal gerettet, immer gerettet, Blut Jesu, Tod, Begrabung, Auferstehung Jesu. Das predigen wir als Evangelium. Und nicht nur das, predigen wir auch alles, was in der Bibel steht. Die meisten Pastoren und Kirchen haben heute das Evangelium in die Bibel abgeschwächt. Ja? Seit ich in Deutschland bin, ich bin in Deutschland seit 2014, habe ich in anderen Gemeinden noch nie die Bibel so gepredigt gehört, wie sie ist. Weißt du? Sie alle machen Kompromisse, sie allen wollen Menschen gefallen. Ja? Die Gemeindeleiter haben Angst vor der Regierung. Ja, sie haben Angst vor die Gesetze, die vielen Regelungen. Sie haben Angst, alles zu predigen, was in der Bibel steht. Ja? Prediger haben Angst vor der Zensur. Ja? Sie wollen nicht ausgelöscht werden, sie wollen nicht gesperrt werden. Ja, die Pastoren haben Angst vor ihren eigenen Gemeindemitgliedern. Weißt du? Und das Christentum in Deutschland funktioniert unter Angst. Ja, mit anderen Worten, Christen haben Angst vor Atheisten, sie haben Angst vor den Homos, sie haben Angst vor ihrem eigenen Schatten. Ja, die feigsten Menschen in Deutschland sind leider Christen. Die feigsten Menschen. Ist das nicht wahr? Das moderne Christentum ist eine Religion der Angst. Ja, die Angst ist das, was sie bedienen. Sie fürchten nicht den Herrn. Sie fürchten die Welt. Und die Angst macht ihnen, dumm. Am Ende des Tages. Ja? Und so wollen wir nicht sein. In Baptistenkirche zuverlässiges Wort. Werden wir nicht unter Angst funktionieren. Ja? Wir wollen fleißig für den Herrn arbeiten. Wir wollen seinem Wort gegenüber aufrichtig sein. Wir wollen den Menschen die Furcht vor Gott zurückgeben. Durch unsere Predigten. Wir lieben den Herrn. Ja, wir lieben den Herrn Jesus Christus. Ich liebe Jesus Christus. Ich möchte ihm leidenschaftlich dienen. Und ich bin leidenschaftlich für die Seelen der Menschen. Wir gehen raus, wir retten Menschen, wir gehen Seelen gewinnen, wir predigen die Bibel, damit die von der Hölle gerettet werden, von dem Weg zur Hölle, damit in den Himmel kommen können. Amen. Als Folge, wegen was wir machen, als Folge sind Satan und seine Diener gegen uns aktiv. Ja?
Ich habe schon mehrmals erwähnt, dass wir uns in einem Krieg befinden. Ja? Wir sind in einem Krieg, einem geistlichen Krieg. Die Bibel gibt uns genügend Informationen über den Feind, sodass wir uns vorbereiten. Also in einem Krieg, wenn eine Nation gegen eine andere Nation kämpft, wenn es einen Krieg gibt, weißt du, ist die Nation im Vorteil, die mehr Informationen über den anderen hat. Oder? So funktioniert Krieg. Also wenn wir gegen Satan im Krieg sind, wenn wir mehr Informationen über Satan haben, als er von uns, dann sind wir im Vorteil. Amen. Ja? Die Bibel sagt, musst du nicht aufschlagen. 2. Korinther Kapitel 2, Vers 11. Damit wir nicht von den Satan übervorteilt werden, seine Absichten sind uns nämlich nicht unbekannt. Seine Absichten sind uns nämlich nicht unbekannt. Also die Bibel gibt uns genügend Informationen über Satan. Ja? Wir sollten uns mit seiner Strategie bekannt machen. Schau dir an, wie er die Gläubigen in der Bibel angegriffen hat. Ja, er wird die gleiche Strategie gegen uns anwenden. Und hier in Nehemia Kapitel 4 sehen wir, dass die Juden, als sie in ihr Land zurückkehrten, den Tempel wieder aufbauen wollten und das Land wieder beleben wollten. Sie wollten die Gerechtigkeit wiederherstellen, sie wollten ein Revival zurückbringen in dem Land. Ja? Und das machen wir gerade als Baptistenkirche, zuverlässiges Wort, als NIV-Bewegung in Deutschland. Und sie haben, die Juden hier haben deswegen Probleme. Sie kriegen Opposition. Guck mal, Vers Nummer 1 nochmal. Nehemia Kapitel 4, Vers 1. Und es geschah, als Sanballat und Tobia und die Araber, die Ammoniter und die Asoriter hörten, dass die Wiederherstellung der Mauer von Jerusalem fortschritt und dass die Lücken sich zu schließen begannen, da wurden sie sehr zornig. Punkt Nummer 1. Wie greift uns Satan? Satan benutzt den Zorn der anderen gegen uns. Ja, der Zorn. Ist das eine Überraschung? Ja, dass so viele Menschen zornig auf uns sind? Ja, die Politiker sind zornig auf uns. Die Medien sind zornig auf uns. Viele Kirchenführer sind zornig auf uns. Ja, Lothar Gassmann ist zornig auf uns. Ja, zornig auf mich. Alter. Okay, das war nicht das Thema, aber nochmal, lass mich dir was sagen. Wenn jemand mich beleidigt, ja, wenn jemand ins Gesicht oder im YouTube sagt, Moses, du hast es verdient zu sterben, du sollst getötet werden, möge der Herr dich töten, ja, du darfst nicht leben, was auch immer. Weißt du, was ich tun würde? Nix. Was soll ich tun? Ich würde lieber Videos machen gegen diesen Typ, wenn ich diesen Typ kenne. Okay, ich würde das Evangelium verteidigen, die biblische Lehre verteidigen. Aber ich würde niemals sagen, lösche seine Videos, lösche seinen Kanal. Ja, das ist dumm. Guck mal, wenn du gegen mich Videos machen willst, ich würde sagen, hey, folge diesem Kanal. Ja, er braucht Abonnenten. Ja, ich würde deine Videos auf meinem Kanal teilen. Weißt du, wenn du das tust. Hey, ich kann die Lehre verteidigen. Weißt du, der Lothar Gassmann, der ging zur Polizei, dieser Typ, dieser kleines Mädchen, ging zur Polizei. Dieser Typ hat mich beleidigt. Alter, was ist denn hier los? Guck mal, der Typ ist, ich weiß nicht. Guck mal, was ist das Beispiel, was Jesus für uns gesetzt hat? Wenn jemand dich beleidigt, was sollen wir tun? Also auf Deutsch weiß ich nicht, aber Englisch, turn my other cheek. Genau, ja. Also natürlich, wenn jemand gegen mich Gewalt üben will, würde ich sagen, hey, okay, schütze ich mich. Aber wenn jemand mich beleidigt, hey, alles gut. Meine Worte sind Jesus Christus, dem Herrn. Ja, ich würde nie zur Polizei gehen. Was will er von mir? Was will dieser Typ, dieser Lothar Gassmann? Will er mein Geld? Ich habe sowieso nicht viel Geld. Ich kann alles nehmen, was ich habe. Will er mir von Gericht nehmen oder was? Guck mal, wenn er das tut, ja, ist gut so. Die Leute werden kennen, dass er ein Heuchler und ein Lügner ist. Amen. Ja, und er hat auch in seiner Telegram-Gruppe all diese gepostet. Und am unten, kauf mein Buch für 20 Euro. Ah, dieser geldgierige Loser Gassmann, ja.
Ah, okay, das war nicht das Thema heute. Ja, das wollte ich einfach erwähnen. Also, was ich damit sagen will, ist, dass, ja, sie sind zornig auf uns. Wir kriegen Zorn von Menschen. Ja? Und das muss ich ja sagen, das gilt nicht nur für uns als Kirche, sondern auch für dein persönliches Leben. Weißt du, wenn du dich zu Jesus bekennst und im Licht wandeln willst, wirst du den Zorn der Menschen auf dich ziehen. Vielleicht ist dein Papa zornig auf dich. Vielleicht sind deine Eltern zornig auf dich. Vielleicht ist dein Chef zornig auf dich. Vielleicht ist deine Frau zornig auf dich. Wegen das Evangelium. Wegen Baptistenkirche zuverlässiges Wort. Keine Überraschung. Nehmen wir an, okay, ein Beispiel. Nehmen wir an, wir haben einen Jungen auf der Straße gerettet. Ja, ein junger Typ, ein Mädchen, wer auch immer. Sagen wir, er geht zu seinen Eltern und sagt, Mama, ich wurde gerettet. Papa, ich bin gerettet. Ich habe das ewige Leben angenommen. Ich habe an Jesus geglaubt. Ja, ich habe das Geschenk. Das ist nicht aus Werke. Wie würden die Eltern reagieren? Die meisten Eltern. Oh, so schön. Oh, das würden sie sagen. Das denke ich nicht. Weißt du, was sie sagen werden, das vermute ich. Was? Haben wir dich nicht christlich erzogen? Bist du nicht getauft? Bist du nicht konfirmiert? Haben wir nicht dir christlichen Werte beigebracht? Was soll dieser Quatsch bedeuten mit der Wiedergeburt? Wovon redest du? Das würde viele Eltern sagen. Weißt du, wir leben in gottloser Land. Viele Eltern werden nicht zornig, wenn ihr Kinder Unzucht machen. Sie werden nicht zornig, wenn ihr Kinder sich tätowieren lassen. Sie werden nicht zornig, wenn ihr Kinder auf Partys gehen und sich betrinken. Aber wenn sie sich ernsthaft mit Gott beschäftigen, oh, dann ist der Zorn groß. So sind Eltern heute. Ja? Gottlose Eltern. Nehmen wir an, du hast beschlossen, der Welt zu entsagen und Gott zu dienen. Sie werden zornig auf dich sein. Deine Verwandten, deine Familienmitglieder werden zornig auf dich sein. Ja? Warum? Warum werden sie zornig? Zum Beispiel ihr egoistischer, weltlicher Lebensstil ist bedroht. Ja, ihre Ausreden, weiterhin in Sünde zu leben, werden in Frage gestellt. Weißt du, sie leben in Finsternis, sie leben in der Dunkelheit. Und wenn du dem Licht leuchtest, das wollen sie nicht. Sie werden dich hassen. Weißt du, wenn du das Licht Jesu leuchten lässt, du wirst Zorn kriegen. Ja? Sie wollen nicht von Menschen umgeben sein, die dich ernsthaft mit Gott beschäftigen wollen. Sie waren zornig auf Jesus. Sie waren zornig auf die Apostel. Ja, das sehen wir in der Bibel. Hey, das ist, wenn du gerettet wirst, wenn du sagst, ich lebe für den Herrn. Du wirst Zorn von Menschen kriegen. Und geh eine Seite weiter, Nehemia Kapitel 3. Nehemia Kapitel 3. Und schauen wir Vers 33. Nehemia Kapitel 3, 33. Und es geschah, als Sanballat hörte, dass wir die Mauer bauten, da wurde er zornig und ärgerte sich sehr und spottete über die Juden. Punkt Nummer 2. Satan benutzt den Spott der anderen. Verspottung. Guck mal, Vers 34. Und er sprach von seinen Brüdern und den Kriegsleuten von Samaria, was machen die ohnmächtigen Juden? Soll man sie gewähren lassen? Werden sie ein Opfer darbringen? Werden sie eines Tages vollenden? Werden sie die Steine aus den Schutthaufen wieder beleben, da sie doch verbrannt sind? Und Tobia, der Ammoniter, war bei ihm und sprach, sie mögen bauen, was sie wollen. Wenn ein Fuchs hinaufginge, würde er ihre steinernen Mauern zerreißen. Also sie machen Spaß, machen lustig, dass der Mauer und der Tempel gebaut wird. Ja? Also Satan benutzt den Spott der anderen. Ja? Er benutzt die Lächerlichkeit der Menschen. Und weißt du was? Keiner will verspottet werden. Ja? Das macht keinen Spaß. Ja, das ist sehr unangenehm, wenn jemand uns verspottet. Ja? Sport oder Sarkasmus, wie auch immer. Zum Beispiel, wir hatten Journalisten, die uns besucht haben. Ja? Was haben sie geschrieben von unserer Gemeinde? Es ist ein schmuckloser Raum. Ja? Der Teppich sieht lächerlich aus. Ja? Und was hat dieser Typ, der Korb hat gefehlt, was auch immer. Quatsch. Ja? Schlag auf Hebräer Kapitel 10. Hebräer Kapitel 10.
Halte deine Finger in Nehemia 4 und schlag auf Hebräer 10. Und lass mich dir sagen, viele Christen wollen nicht verspottet werden. Das verstehe ich. Das ist fleischlich. Ja? Und die meisten Christen deswegen, weil sie nicht verspottet werden wollen, sie werden zu Heuchlern. Sie werden zu Heuchlern, wenn sie auf Spott stoßen. Zum Beispiel, wenn sie mit ihrer Kollegen sind auf der Arbeit, wenn sie mit ihren Freunden sind, wenn sie mit ihren Verwandten oder Familien sind, sie geben vor, weltlich zu sein. Sie geben vor, weltlich zu sein, Christen. Geselliges Trinken macht ihnen nichts aus. Sie beteiligen sich in billigem Gerede und schmutzigen Witzen, besonders junge Leute. Ja? Und weißt du, du solltest gegen all das deinen Mann stehen. Du sollst dagegen wehren. Du solltest einfach deine Reife entwickeln. Weißt du, lernen, es zu verkraften. Du sollst einfach reif werden, Junge. Ja? Wenn du nicht damit umgehen kannst, wenn du sagst, Moses, ja, das ist für mich ein Problem, ich mache so viele Kompromisse, wenn ich mit meinen weltlichen Freunden bin, ja, wenn ich auf der Arbeit bin, ja, ich kann nicht verhalten, ich habe Angst vor Verspottung, ich will nicht verspottet werden. Weißt du, was du machen sollst? Du sollst dich mit anderen Gläubigen Gemeinschaft haben, die auch verspottet werden. Also, wenn du hier kommst, du wirst so viele Christen sehen, wir sind regelmäßig verspottet. Du sollst mit uns Gemeinschaft haben, du sollst mit uns umgehen. Und das wird dir die Kraft geben, weißt du? Guck mal, Hebräer 10, Vers 23. Hebräer 10, 23. Lass uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Und lass uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Die Bibel sagt ja, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen. Das machen einige, ja? Und das ist wichtig, besonders in dieser schwierigen Zeit, in dieser Welt, dieser gottlosen Welt, in der wir leben. Du sollst Gemeinschaft haben mit Christen, die verspottet werden. Gehe nicht in eine Gemeinde, in der der Pastor Angst vor Spott hat. Gehe nicht in diese Gemeinde. Prediger sind heute nur daran interessiert, ihren Ruf zu schützen. Ja? Guck mal, lass mich dir sagen, wenn du sagst, ich habe keinen Bock darauf, verspottet zu werden, das will ich nicht. Weißt du was, solltest du einfach den christlichen Dienst meiden. Weißt du? Du sollst einfach vermeiden, Seelengewinnen zu gehen. Oder? Guck mal, je mehr Seelengewinnen du machst, je mehr Seelengewinnen du gehst, desto mehr wächst deine Ausdauer, mit Spott umzugehen. Weißt du? Seelengewinn hält dich demütig. Er wird deinen Stolz austreten. Weißt du? Deswegen sollst du regelmäßig Seelengewinnen gehen. Einmal in Woche, einmal in zwei Wochen oder einmal in drei Wochen. Wie oft du das schaffen kannst. Wenn du sagst, nee, jetzt mache ich eine Pause, nach ein paar Monaten werde ich mich damit beschäftigen, dann mache ich weiter Seelengewinnen. Nee, schwer, es wird schwerer, schwer. Weißt du? Dein Stolz wird immer größer und wenn du sagst, okay, jetzt soll ich wieder anfangen, es wird schwieriger. Deswegen sollst du standhaft bleiben, regelmäßig, ständig Seelengewinnen gehen. Und Nehemia Kapitel 2. Gehen wir zurück zu Nehemia. Und Nehemia Kapitel 2. Guck mal, Vers Nummer 19. Nehemia 2, Vers 19. Als aber Sanballat der Horoniter und Tobia der ammonitische Knecht und Geschem der Araber dies hörten, spotteten sie über uns und verachteten uns und sprachen: Was hat das zu bedeuten, was ihr euch da vornehmt? Wollt ihr euch gegen den König auflehnen? Eigentlich, es war der König, der Nehemia beauftragt hat. Ja, und sie lügen. Guck mal, Vers 20. Da antwortete ich ihnen und sprach. Guck mal, was Nehemia sagt. Der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen. Darum wollen wir seine Knechte uns aufmachen und bauen. Und dieser nächste Satz, diese nächste Aussage gefällt mir. Ihr aber habt weder Anteil noch Recht noch Andenken in Jerusalem. Amen. Ihr aber habt weder Anteil noch Recht noch Andenken in Jerusalem. Manche Menschen haben keinen Zutritt in diese Kirche.
zu dieser Kirche. Weißt du, Homo sind nicht hier erlaubt. Und nicht nur sie, ich würde sagen, all diese Politiker, all diese Kirchenführer, all diese Medien, wer auch immer auf Twitter, diejenigen, die Homos unterstützen, die gegen uns sprechen, lass mich dir sagen, sie sind hier nicht erlaubt. Amen. Während des Gottesdienst, sie sind hier nicht erlaubt. Geh weg. Ja, manche Menschen, nicht nur in dieser Kirche, nicht nur zu der Kirche, manche Menschen haben keinen Anteil am Reich Gottes. Ja, es gibt heute die Menschen, die Politiker, die Kirchenführer, sie werden in die Hölle gehen. Weißt du? Sie werden nie und nimmer Teil von Gottes Reich sein, weder in dieser Welt noch in der Zukunft. Das ist die Wahrheit. Und geht zurück, Nehemia Kapitel 4. Nehemia Kapitel 4. Vers 2, Nehemia Kapitel 4, Vers 2. Und sie verschworen sich alle miteinander, dass sie kommen und gegen Jerusalem kämpfen und Verwirrung anrichten wollten. Und guck mal Vers 5. Unsere Widersacher aber sprachen, die sollen es nicht wissen noch sehen, bis wir mitten unter sie kommen und sie schlagen und dem Werk ein Ende machen. Wir haben schon gesehen, Satan benutzt den Zorn der anderen gegen uns. Er benutzt den Spott der anderen gegen uns. Punkt Nummer 3. Satan will Drohungen und Einschüchterungen gegen uns einsetzen. Satan wird uns drohen. Wie? Wie macht er das? Der Verfassungsschutz beobachtet uns. Gegen uns wird ermittelt. Ja? Oh Mann, ey. Die Polizei wird eine Hausdurchsuchung machen. Ja, sind wir nicht damit bedroht? Ständig. Ja? Jemand hat etwas gesagt, mit der Polizei gegangen. Ja? Die Drohungen sind vielfältig. Wofür? Warum sind wir beobachtet? Warum sind wir ermittelt? Weil wir Gott ernst nehmen. Amen. Weil wir die Bibel ernst nehmen. Wir predigen alles, was in der Bibel steht. Und das passiert. In so einem Land leben wir. Ja? Wir predigen, was in der Bibel steht. Ich liebe den Herrn. Ich liebe die Bibel. Ja? Ich möchte alles predigen, was in der Bibel steht. Ja? Habe ich nicht die Religionsfreiheit? Kann ich nicht sagen, was in der Bibel steht? Kann ich nicht Verse zitieren? Ja, anscheinend nicht, oder? Du wirst beobachtet werden. Also wir sind nicht für Gewalt. Wir sagen nicht, dass wir draußen gehen und Menschen gegenüber Gewalt üben. Nee. Ich predige einfach, was in der Bibel steht. Wörter. Unsere Wörter. Und deswegen kriegen wir all diese Drohungen von Menschen, von der Regierung und alles. Was sagen sie? Ihr verstoßt gegen Gesetze. Guck mal, lass mich das sagen. Als Christen sollen wir unsere Beste geben, die Gesetze des Landes zu folgen. Wenn wir da draußen sind, wir sollen unsere Beste geben. Ja, wenn sie sagen, okay, diese Regelungen, okay, folgen wir, das tun wir. Aber weißt du was? Ich habe mehr Respekt vor den Gesetzen Gottes. Amen. Ich habe mehr Respekt vor Gesetzen Gottes. Ob es als Volksverhetzung zählt oder nicht, bei mir ist egal. Gesetze Gottes sind für mich wichtiger. Ich habe mehr Respekt. Weißt du, es gibt heute Christen, die Gottes Gesetze verachten. Christen, die Gottes Gesetze verachten. Weißt du? Weil Gottes Gesetze nicht mit den Gesetzen der heutigen Nation übereinstimmen. Weißt du? Christen heute, sie schauen auf diese alttestamentlichen Gesetze und sagen, na, so ist nicht mein Gott. So ist nicht Jesus. Ja? Lass mich dir sagen, noch etwas. Wir geben keine Würde an Menschen, denen die Bibel keine Würde gibt. Okay, diese Menschen haben keinen Respekt verdient, sie sind Tiere, sie sind schmutzig. Weißt du, was wir sagen werden? Die Bibel hat recht. Weißt du? Wir haben eine moralische Basis und unsere Moral kommt aus der Bibel. Und lass mich sagen, hab keine Angst. Ja, hab keine Angst. Wenn ich all diese Drohungen bekomme, wenn all diese Nachrichten höre, manchmal kriege ich ein bisschen Angst, weißt du? Aber weißt du was? Wir machen nichts falsch. Wir machen nichts falsch. Leute, lass mich ja sagen, dieses Leben, diese Welt ist nur eine kleine Durchreise. Kleine Durchreise. Verbringe dieses kleine Leben nicht in Angst. Ja, danach haben wir Ewigkeit.
Ja, wir sollen für den Herrn eintreten, unserem Mann stehen, Herrn dienen. Komme, was wolle. Und guck mal, Vers Nummer 4, Nehemia Kapitel 4, Vers 4. Und Juda sprach, die Kraft der Lastträger wankt und es gibt so viel Schutt, wir können nicht mehr an den Mauer bauen. Genau, was passiert hier? Der Tempel ist noch nicht fertig, ja? Ist noch nicht fertig, ist unterwegs. Während der Bauarbeiten, sind nur eine Baustelle hier, sind die Juden erschöpft und wollen aufgeben. Und das ist der vierte Punkt. Satan wird unsere eigene Müdigkeit, Erschöpfung gegen uns verwenden. Und das ist schlimm. Das ist schlimmer als Zorn von anderen Menschen, Verspottung von anderen Menschen. Weißt du? Wenn wir ständig mit dem Zorn, dem Spott und den Drohungen der Menschen konfrontiert sind, kann man erschöpft werden. Können wir müde werden. Ja? Und dieser Angriff kommt von innen, weißt du? Lass mich dir sagen, wir sind noch keine Gemeinde. Wir sind eine Gemeindegründer. Ja? Wir haben noch keinen eigenen Pastor vor Ort. Ja? Wir sind noch auf dem Weg eines Tages, eine unabhängige Kirche zu werden. Richtig? Und Satan wird versuchen, uns während des Baus der Mauer anzugreifen. Er will nicht, dass wir eine Gemeinde werden. Er will nicht, dass wir eine unabhängige Gemeinde werden. Er will nicht, dass wir, weißt du, die Kraft haben, wie eine Gemeinde. Dass jetzt diese Zeit, wenn er uns angreift, weißt du? Zum Beispiel, wie kann er das tun? Wie kann er das tun? Was kann passieren? Zum Beispiel, die deutsche Regierung kann uns offiziell verbieten. Das kann passieren. Dieser Verein ist verboten, ihr könnt nicht mehr versammeln. Das kann passieren. Sie kann uns so weit unterfallen, dass wir in diesem Gebäude zum Beispiel keine Gottesdienste mehr feiern können. Das kann auch passieren. Aber weißt du was? Wir vertrauen darauf, dass Gott uns führen wird. Ja? Wenn nicht hier, dann können wir uns woanders treffen. Oder? Unter einem Baum. Okay. Im Winter vielleicht, das ist schwer. Ja. Guck mal, Satan kann dich an einen Punkt treiben, an dem du dich fragen kannst. Bin ich am richtigen Ort? Ja? Mache ich das Richtige? Ja, diese Leute sind zu radikal. Warum bin ich hier? Was ist hier los? Ja? Das kannst du auch denken. Weißt du? Als Gläubiger, lass mich dir sagen, als Gläubiger kannst du dazu neigen, dein eigenes Versagen zu übersehen, deine eigenen Ängste, deine eigenen Gefühle, deine eigene Müdigkeit zu übersehen und der Gemeinde und den Predigern die Schuld dafür zu geben. Das kann auch passieren. Vielleicht bist du gerettet. Du kommst hier und irgendwann du bist so müde, du hast es satt, du kannst sagen, ah, ja, Moses, ja, naja, aber du bist so radikal, weißt du? Das kann auch passieren. Ja? Unabhängig davon, wie die Sache ausgeht, guck mal, lass mich dir sagen, vielleicht bist du heute müde. Heute sagst du, ah, ich kann nicht mehr, aber weißt du was? Geh nach Hause. Ja? Schlaf gut und morgen komm wieder zur Arbeit, wieder zurück, nächste Woche. Ja? Guck mal, wir sind jetzt schon überwacht, oder? Sie kennen uns alle. Sie kennen unsere Nachrichten vielleicht, unsere E-Mails, alles. Ja, du kannst genauso gut bleiben und es bis zum Ende durchziehen. Don't quit here. Amen. Ja? Unabhängig davon, wie die Sache ausgeht, wir so zumindest die Befriedigung haben, dass du dich für etwas Richtiges eingesetzt und nicht aufgegeben hast. Oder? Sei ganzheitlich. Ja, maintain your integrity. Guck mal, Vers 6, Nehemia Kapitel 4, Vers 6. Als aber die Juden, die in ihrer Nähe wohnten, kamen und es uns wohl 10-mal sagten, von allen Orten her, wohin ihr euch auch wenden mögt, ziehen sie gegen uns. Also, es gibt eine Gruppe von Menschen, die kommen gegen diese Juden, die den Tempel bauen wollen und sagen, nee, sie werden dich attackieren. Ja, sie kommen von alle Richtungen. Und wer sind diejenigen, die das sagen? Das sind Juden. Andere Juden.
Also wir haben schon gesehen, Satan benutzt den Zorn der anderen gegen uns. Satan benutzt den Spott der anderen gegen uns. Satan wird Drohungen und Einschüchterungen gegen uns einsetzen. Satan wird unsere eigene Müdigkeit, Erschöpfung gegen uns verwenden. Und Punkt Nummer 5. Satan benutzt andere Christen gegen uns. Er kann andere Christen, und lass mich sagen, ich erzähle hier nicht von Christen, die nicht gerettet sind, Christen, die an Werksgerechtigkeit glauben. Satan kann auch gerettete Christen gegen uns anwenden. Und das erzähle ich weiter. Er benutzt unreife Gläubige. Wenn du unreif bist, ja, kannst du für uns in Gefahr sein, ja. Um uns zu entmutigen und Angst in unsere Herzen zu bringen. Weißt du, ich glaube nicht, dass ein geretteter Christ uns auf tiefstem Herzen hassen würde. Das glaube ich nicht. Ja? Aber er kann sich aufmachen, uns zu korrigieren oder zu entlarven, weil er getäuscht wird und denkt, dass wir in die Irre geführt werden. Weißt du, das kann passieren. Schlag auf 4. Mose, Kapitel 13. Halte deine Finger in Nehemiah 4. Schlag auf 4. Mose, Kapitel 13. Damals, als Israel in der Wüste war, wurden 12 Kundschafter in das Land Kanaan geschickt. Ja? 4. Mose 13, also Numeri 13, 4. Mose 13, Vers 26. 4. Mose 13, Vers 26. Und sie gingen, kamen zu Mose und Aaron und zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israels in die Wüste Paran nach Kadesh. Und sie brachten ihnen und der ganzen Gemeinde Bericht und ließen sie die Früchte des Landes sehen. Und sie erzählten ihm und sprach, wir sind in das Land gekommen, in das du uns sandest. Und es fließt wirklich Milch und Honig darin und dies ist seine Frucht. Aber das Volk, das im Land wohnt, ist stark und die Städte sind sehr fest und groß. Und wir sahen auch Söhne Enaks dort. Die Amalekiter wohnen im Land des Negev, die Hethiter, Jebusiter und Amoriter aber wohnen im Bergland, die Kananiter am Meer und entlang des Jordans. Kaleb aber beschwichtigte das Volk gegenüber Mose und sprach, lasst uns doch hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sprachen, wir können nicht hinaufziehen gegen das Volk, denn es ist stärker als wir. Und sie brachten das Land, das sie erkundet hatten, in Verruf bei den Kindern Israels und sprachen, das Land, das wir durchzogen haben, um es auskund zu schaffen, ist ein Land, das seine Einwohner frisst und alles Volk, das wir darin seien, sind Leute von hohem Wuchs. Wir seien dort auch Riesensöhne Enaks aus dem Riesengeschlecht. Wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken und ebenso waren wir auch in ihren Augen. Sie sind Juden, Geschwister, Brüder. Ja, weißt du, mit pessimistischen oder unreifen Gläubigen sollten wir vorsichtig sein. Solltest du vorsichtig sein. Weißt du, und außerdem sollten wir selbst keine solcher Menschen sein, oder? Wir sollen daran arbeiten, reif zu sein, jeden Tag. Guck mal, unreif zu sein, hängt nicht davon ab, wie alt du bist. Ja? Sondern von deiner Einstellung. Man kann sehr viel älter sein, vielleicht hast du Familie, vielleicht hast du Kinder und du kannst immer noch unreif sein. Weißt du? Unreife zeigt sich in der Art und Weise, wie du zum Beispiel Angst verbreitest, ja? Wie du Negativität verbreitest. Guck mal, vor einigen Monaten, ich denke letztes Jahr oder so, wir hatten diesen Typ aus Heilbronn. Ja? Und ja, also ich stelle sein Heil nicht in Frage. Ja, ich weiß nicht, ob er gerettet ist oder nicht, aber er war sehr offensichtlich, dass er die Nase voll hatte von der NIFB, oder? Genau, wir hatten einen Typ zwischen und er begann in persönlichen Gesprächen Negativität zu verbreiten, weißt du? Und wir mussten uns von ihm distanzieren. Ja? Guck mal, wie du auf den Zorn der Menschen reagierst, wenn du Zorn kriegst, von Menschen in deinem Leben, wie du reagierst, zeigt, wie reif du bist. Zum Beispiel, wenn du aufhörst, Gott zu dienen, weil deine Frau zornig auf dich ist, zeigt, wer dein Leben kontrolliert, als Mann. Ich gebe ein Beispiel.
Als ich Bruder Anselm neu kennengelernt habe, damals vor 2, 3 Jahren, gab es diesen Typ aus Südafrika. Vielleicht du kennst ihn. Ja? Er war bei uns in Leipzig, in Dresden. Er wurde gerettet durch Predigten von Pastor Anderson. Und er wollte mit uns Gemeinschaft haben. Er war mit alles, was wir glauben, Lehren, Einverstanden, Verwerfungslehre, Heilsicherheit, alles. Typ, krasser Typ, ne? Aber seine Frau war nicht einverstanden damit. Sie wollte nicht, dass er mit uns Gemeinschaft hat. Er wollte nicht, dass er mit uns umgeht. Und er hat irgendwann aufgehört, mit uns zu gehen, Gemeinschaft zu haben. Und ich habe mit ihm WhatsApp einfach geschrieben und er sagte immer, ja, meine Frau, ja, sie hat ihre Probleme, sie hat ihre Sorgen, weißt du? Und er hat gesagt irgendwann, ja, ich muss auch unter meiner Frau ordnen, gegenseitig unterordnen. Loser, ne? Und irgendwann hat er gesagt, Moses, ja, ich sehe einen Unterschied zwischen du und Bruder Anselm. Meine Frau denkt, dass du viel süßer bist. Ja, du kennst mich nicht, Alter. Ja, ich bin noch schlimmer jetzt. Ja, er wollte einfach spalten. Was machst du? Ja? Und nach ein paar Wochen später hat er gesagt, ja, Moses, ihr seid zu hart, ihr seid zu streng, ja, ihr seid wie Sekte, sie wie Sekte und was alles, ja, und ihr seid Geschäftsleute für Pastor Anderson, ihr macht Geschäft für NIFB, Business People, was auch immer. Alter, was ist mit dir los? Weißt du, was die Wahrheit ist? Er wollte nicht zugeben, dass er seiner Frau gehorchen musste. Er wollte nicht zugeben, dass er seiner Frau nicht in Ordnung bringen konnte. Deswegen gibt er uns den Schuld. Er sagt, ihr liegt falsch, ihr seid böse. Was für ein Loser. Ja? Lass mich dir sagen, wenn du zum Beispiel Stress von deiner Frau kriegst, wegen Baptistenkirche, zuverlässiges Wort, wegen unserer Gemeinde. Weißt du, was du machen kannst? Du kannst zu mir kommen und sagen, Moses, ich habe ein Problem, ich kriege gerade Stress von meiner Frau, ich will einige Zeit nehmen, es kann eine Weile dauern, ich will meine Männlichkeit einbauen, ja? Ich will meine Frau in Ordnung bringen, ich werde sie gewinnen, es kann eine Weile dauern. Ich würde sagen, ja, ist in Ordnung, ja, das verstehe ich. Mach es, ja, du sollst deine Frau unterstützen. Sie ist deine erste Priorität. Aber stattdessen, wenn du anfängst, uns zu schimpfen, deswegen, hey, Alter, dann kriegst du sauer von uns, oder? Du verletzt deine Beziehung mit uns. Das ist falsch. Du sollst vorsichtig sein. Und vielleicht sitzt du da und sagst, Moses, naja, du bist nicht verheiratet, ja, du hast keine Frau, du bist Single, deswegen verstehst du das nicht. Ja, wenn du Frau hast, dann würdest du, ja, also, hey, weißt du was, Gott sei Dank, dass ich noch nicht verheiratet bin. Gott sei Dank, dass ich immer noch eine gottesfürchtige Frau kennenlernen kann. Gott sei Dank, dass ich immer noch eine gute Frau kennenlernen kann. Ja, manchmal, wenn ich diese Loser sehe, danke ich Gott, okay, ich bin gerade, Gott sei Dank, dass ich gerade nicht mit irgendeiner feministischer, zorniger, stressiger Albtraum verheiratet bin. Ist das nicht ein Grund dafür, Gott zu danken, wenn du Single bist heute und sagst, ah, warum bist du nicht verheiratet? Du musst einfach Gott danken, dass du nicht mit einer feministischen Frau gerade verheiratet bist. Amen. Du hast immer noch die Möglichkeit, die Gelegenheit, eine gottesfürchtige Frau kennenzulernen. Die Bibel sagt, es ist besser, in einem Winkel auf dem Dach zu wohnen, als gemeinsam mit einer zänkischen Frau in einem Haus. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Also, ich würde mich lieber von Verfassungsschutz beobachten lassen, als eine zornige Frau zu haben, oder? Gefängnis ist besser vielleicht. Essen im Gefängnis, als eine zornige Frau zu haben. Ich würde lieber in Bibel gemeint. Nee. Gefängnis ist besser, oder? Ja, naja. Weißt du, die meisten Christen geben genau hier auf. Weißt du?
Der Kirchenzorn von jemandem ist fertig. Und es liegt in der fleischlichen Natur, andere nicht zum Zorn zu reizen, den Menschen gefallen zu wollen. Jesus hat gesagt, die Ernte ist groß, aber es sind weniger Arbeiter. Warum? Sie wollen nicht Gott dienen wegen Zorn und Verspottung anderer Menschen. Ja? Und wir kennen auch diese Geschichte, nur 2 von 10 Aussätzigen kamen zurück, um Jesus zu danken. Ja? Und aus diesem Grund werden Christen ökumenisch. Sie gehen lieber in eine charismatische Kirche, in eine charismatische Gemeinde, nicht in eine fundamentale Baptistenkirche. Sie wollen lieber in Lothar Gassmanns Bibelgemeinde gehen. Ja? Weil wenn sie hier kommen, sie werden verfolgt. Ja? Verfolgung ist gut. Es wird uns verstärken. Ja? Guck mal, der Aufbau dieser Kirche ist ein Werk, der Herr uns gegeben hat. Der Herr uns gegeben hat. Ja? Wie sollte unsere Haltung sein? Bist du eifrig genug? Bist du engagiert genug? Guck mal, geh zurück, Nehemia Kapitel 4. Nehemia Kapitel 4. Was lernen wir noch? Nehemia Kapitel 4, Vers 8. Guck mal, Vers 8. Und ich besah es und machte mich auf und sprach zu den Vornehmsten und zu den Vorstehern und zu dem übrigen Volk: Fürchtet euch nicht vor ihnen. Was zeigt das? Die Juden, die der Mauer bauen wollen, sie kriegen Angst, sie haben Angst. Ja, deswegen sagt Nehemia, fürchtet euch nicht vor ihnen. Und guck mal, Vers 6. Wer sind diese Juden? Also aber die Juden, die in ihrer Nähe wohnten. Nähe von wem? Nähe von dieser Feind. Nähe von diesen Samariter. Weißt du? Sie wohnten in der Nähe von ihnen. Deswegen verursachen sie Probleme für Gottes Kinder, für Gottes Volk. Weißt du, diese Juden waren nicht am Bau des Tempels Gottes interessiert. Weil sie in der Nähe der bösen Menschen waren, waren sie ständig den Dingen der Welt ausgesetzt. Weißt du, sie hatten einen Fuß in der Welt. Es gibt so viele Christen heute, sie haben einen Fuß in der Welt. Ja? Ihre Ohren sind nicht darauf eingestellt, auf Gott zu hören. Sie haben sich daran gewöhnt, auf Satan zu hören. Sie haben sich daran gewöhnt, auf Wischiwaschi-Pastoren zu hören. Sie haben sich daran gewöhnt, auf Lügen zu hören. Auch wenn du gerettet bist, kannst du in diesem Zustand sein, weißt du? Satan benutzt solche Menschen gegen uns. Angst, guck mal, Angst ist, ja, es ist komisch. Angst entmutigt dich nicht nur, sie täuscht dich auch. Angst ist nicht nur entmutigend, sie ist auch täuschend. Ja? Ich habe diese Statistik irgendwo abgeholt. Ich habe eine Quelle nicht. Das finde ich interessant. 60% der Dinge, von denen wir uns fürchten, passieren letztendlich nicht. Ja? 20% der Dinge, die wir fürchten, sind schon vorbei. 10% der Dinge, die wir fürchten, sind sehr kleine Dinge. Ja? 5% der Dinge, die wir fürchten, sind echt, aber wir können nichts dagegen tun. Ja? Die verbleibenden 5% der Dinge, die wir fürchten, sind Dinge, über die wir die Kontrolle haben. Nur 5%. Ja? Also, mit anderen Worten, von den 20 Dingen, vor denen wir uns fürchten, haben wir nur bei einem die Möglichkeit, eine Lösung zu finden. Ja? Und diese eine Angst kannst du überwinden, wenn du Gott fürchtest. Amen? Lass mich dir sagen, es gibt 2 Arten von Menschen, die in diese Gemeinde kommen. 2 Arten von Menschen. Nummer 1, diejenigen, die für den Herrn arbeiten. Oder diejenigen, die für den Herrn arbeiten wollen. Und Nummer 2, diejenigen, die für den Teufel arbeiten. Ja, die Journalisten, die hier uns besuchen, die arbeiten für den Teufel, oder? Das ist keine Frage. Und lass mich dir sagen, es gibt auch gerettete Christen, die in diese Kirche kommen können. Gerettete Christen. Aber sie arbeiten für Satan und sind sich dessen nicht bewusst. Sie wissen das nicht. Wie kannst du das sagen, Moses? Ja, wie kann ein geretteter Christ für Satan arbeiten? Das macht keinen Sinn. Ja, lass mich dir erzählen. Weil so, wenn es einen Krieg gibt zwischen 2 Ländern, wenn es einen Krieg gibt, gibt es immer diese Kriegsgefangene, weißt du?
Kennst du? POW sagt man auf Englisch. Prisoners of War. Kriegsgefangene, ja? Ihr tägliches Handeln wird von dem Feind kontrolliert. Weißt du? Wann sie aufwachen, wann sie zu Bett gehen, wann sie essen, das diktiert der Feind. Na? Sie werden auch gezwungen, sogar gefoltert, ihr Land zu verraten. Ja? Und als Gefangene sind sie für ihre eigene Nation nutzlos. Sie sind nutzlos. Ja? Manchmal verhungern sie, sie sterben einfach. Sie kriegen nicht genug richtige Nahrung. Ja? Und viele Christen sind heute Kriegsgefangene. Oder? Guck mal, wenn du aufhörst, im Geist zu wandeln, wirst du langsam dahin abgleiten, wo Satan anfängt, dich zu kontrollieren. Das kann passieren, auch wenn du gerettet bist. Deswegen sollst du reif sein, solltest du in dem Kampf bleiben. Weißt du? Satan ist in der Lage, die Gedanken und Bewegungen von Christen zu kontrollieren. Er kann dich nicht besessen, das geht nicht. Du kannst nicht verworfen werden, wenn du gerettet bist, aber du kannst immer noch von draußen einen großen Einfluss haben und von Satan kontrolliert werden. Die Bibel sagt zum Beispiel in 1. Korinther 10, 12, musst du nicht aufschlagen. Darum, wer meint, der stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Das ist biblisch. Jesus hat gesagt, wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Das hat Jesus gesagt in Matthäus 12, 30. Guck mal, wenn du ein Christ bist und wenn du nicht Seelen gewinnen gehst, arbeitest du gegen den Herrn. Ein geretteter Christ, der nicht Seelen gewinnen geht, arbeitet gegen den Herrn. Auch als Christ kann man zum Spielball Satans werden. Weißt du? Es gibt heute viele Christen, die dem Herrn dienen. Aber Satan lässt sich von ihnen nicht stören, weißt du? Er hat kein Problem mit ihnen. Es gibt gerettete Christen, die zum Beispiel mit dieser Lothar Gassmanns Straßenmission arbeiten. Weißt du, Satan lässt sich nicht von ihnen stören. Sie sind in der falschen Lage, sie sind auf der falschen Seite. Gerettete Christen, ja? Sie sind schon Satans Gefangene. Sie arbeiten mit Ungläubigen zusammen. Ihre Arbeit ist keine treue Arbeit. Sie wollen Menschen gefallen. So sind Christen heute. Zum Beispiel, wenn du sagst, ich habe gute Beziehungen zu den Menschen, Moses, Bruder Moses. Niemand hat mich je gehasst. Niemand hasst mich. Ich bin sehr liebevoll. Das ist ein Zeichen dafür, dass Satan kein Problem mit dir hat. Weißt du? Du dienst nicht wirklich dem Herrn. Satan stört sich nicht daran, wenn Christen sich treffen, um zu singen und eine erbauliche Predigt zu hören. Satan stört sich nicht daran, wenn Christen Hauskreise haben, ja, in denen sogar Frauen predigen dürfen. Ja? Satan stört nicht, wenn Christen die Bibel für ihren persönlichen Erfolg lesen. Ja, Satan ist kein Problem, du kannst ja, so bleiben. Also, Satan stört sich nicht an Christen, die Homos lieben wollen. Weißt du? Und sie mit dem Evangelium erreichen wollen. Ja? Du bist vielleicht gerettet, vielleicht sagst du das wahre Evangelium. Und wenn du sagst, ich will den Homos erreichen, Satan sagt, okay, mach's weiter. Ja? Er hat kein Problem damit. Also, und guck mal, hier in Nehemia Kapitel 4, in Nehemia, im Buch Nehemia, obwohl es Gottes Wille war, dass der Tempel wieder aufgebaut werden sollte, hat Gott die Widerstände nicht beseitigt. Also er erlaubte den Bösen, sein Volk zu bedrohen. Er möchte, dass wir ihm treu bleiben und weiter gegen Satan kämpfen. Wenn es keinen Widerstand gibt, werden wir nicht im Glauben wachsen. Weißt du? Schlag auf 2. Petrus Kapitel 1. 2. Petrus Kapitel 1. 2. Petrus Kapitel 1. Ich bin fast fertig. 2. Petrus Kapitel 1. Ich gebe ein Beispiel, das ist nur ein Beispiel. Guck mal, das Römische Reich bestand 1500 Jahre lang. Weißt du? Und während dieser 1500 Jahren hatten sie immer Feinde. Sie waren immer im Krieg irgendwo, auch in einer Ecke. Also sie waren immer mit jemandem im Krieg, sie haben immer jemanden erobert. Vor 1500 Jahren, 1500 Jahren.
Es kam ein Punkt, an dem es keine Feinde mehr gab. Es gab, okay, alles erobert, die es zu erobern galt. Es gab keinen Krieg mehr. Und da sind sie gefallen. Weißt du? Dann, fertig. Also das wollte ich sagen. Guck mal, kurz, 2. Petrus Kapitel 1, Vers 5. So setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung aber die standhafte Ausharren, im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein für die Kenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wem dagegen diese Dinge fehlen, der ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Es gibt Christen, die haben es vergessen, dass sie gerettet sind. Es kann sein. Ich glaube, vielleicht sagst du, du hast eine andere Meinung. Ich denke, dass jetzt hier Christen in den Himmel kommen und denken, oh, wie bin ich hier gekommen? Ja. Oh, okay, damals hat jemand mich das Evangelium erzählt, ich bin gerettet, weißt du? Das glaube ich. Guck mal, Vers 10. Darum, Brüder, seid umso eifriger bestrebt, eure Berufung und Auserwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. Also einfach in Sünde zurückzufallen, das ist, was er meint, nicht von Glaube abfallen. Ja? Also, wie sollen wir reagieren? Wenn wir wissen, okay, Satan ergreift uns in diese Wege, ja, in dieser Art und Weise, wie reagieren wir? Ich gebe einfach ein paar Punkte, zum Beispiel Nehemia Kapitel 4. Nehemia Kapitel 4. Guck mal, Vers 3. Nehemia Kapitel 4, Vers 3. Wir aber beteten zu unserem Gott und stellten Wachen Wir aber beteten zu unserem Gott. Pause. Betest du für die Gemeinde? Betest du für deine Brüder und Schwestern? Das ist wichtig, ja? Betest du genug Fluchtgebete? Stoßgebete? Was auch immer? Sind auch wichtig. Guck mal, wenn du immer Fluchtgebete betest, okay, das ist ein Problem. Ja. Ja, wir sollen natürlich einen Balance haben. Wir sollen, wenn wir beten, wir danken dem Herrn. Wir sollen ihm preisgeben, Lob bringen. Weißt du, ihm bedanken für alles, was er uns gegeben hat. Ja, wir sollen auch für unsere Geschwister beten, für unser Leben auch, für unsere Zukunft. Ja, und natürlich, manchmal beten wir auch Fluchtgebete gegen Feinde des Herrn. Weißt du? Zum Beispiel in das nächste Teil des Verses. Wir aber beten zu unserem Gott und stellten Wachen gegen sie auf, Tag und Nacht, zum Schutzen vor ihnen. Wir sollen wachsam bleiben. Das erinnert mich auf einen Vers im Neuen Testament, in dem es heißt, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Wir sollen wacht bleiben. Was ist ein Synonym dafür? Nüchtern bleiben. Wir sollen nüchtern bleiben. Nicht weltlich bleiben. Nicht Wein, Alkohol trinken. Ja? Lass dich nicht von der Welt ablenken. Lass dich nicht in die Sünde ablenken. Sei wachsam. Dein Zeugnis ist wichtig für diese Gemeinde. Dein Zeugnis ist wichtig für diese Kirche. Damit wir zusammen bleiben. Ja? Guck mal. Vers 8, Nehemia Kapitel 4, Vers 8. Nehemia 4, Vers 8. Und ich besah es und machte mich auf und sprach zu den Vornehmsten und zu den Vorstehern und zu dem übrigen Volk, fürchtet euch nicht vor ihnen, gedenkt an den großen, furchtgebietenen Herrn und kämpft für eure Brüder, eure Söhne und eure Töchter, eure Frauen und eure Häuser. Und es geschah, als unsere Feinde hörten, dass es uns bekannt geworden war, dass Gott ihren Rat zunichte gemacht hatte, da kehrten wir alle wieder zur Mauer zurück, jeder an seine Arbeit. Und von jenem Tag an geschah es, dass die Hälfte meiner Diener an dem Werk arbeitete, während die andere Hälfte mit Speeren, Schilden, Bogen und Brustpanzern bewaffnet war. Und die Obersten standen hinter dem ganzen Haus Juda, das an der Mauer baute, und die Lastträger, die aufluden, verrichten mit der einen Hand die Arbeit, während sie mit der anderen die Waffe hielten. Sie hatten immer eine Waffe mit. Was ist die Waffe? Heute? Das Wort Gottes. Frage.
Seit wann bist du bei uns? Seit wann bist du mit uns Seelengewinnen gegangen? Ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre vielleicht? Hast du mindestens einmal die Bibel von vorne bis hinten gelesen? Zweimal? Das ist nur eine Frage, du musst nicht beantworten. Ja? Ja, wir sollen die Bibel lesen, jeden Tag lesen. Ja? Nicht da Pause nehmen von Bibel lesen, das ist falsch. Also die Bibel sagt, und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. 9. Testament, Epheser 6. Also, guck mal, lass mich dir sagen, sie können diese Kirche nicht schließen. Sie können das nicht. Unsere Bewegung, sie können das nicht schließen. Sie können es versuchen. Weißt du? Wir hatten Bruder Ansel bei uns. Ja? Er hat uns hier in Pforzheim gepredigt. Er ist nicht mehr bei uns jetzt. Er ist in den USA. Ja? Aber stattdessen haben wir zwei. Ja? Oder? Amen. Guck mal, wenn sie uns beide, ich und Bruder Andy, absetzen, auslöschen, sperren, lass mich dir sagen, vier Köpfe werden unseren Platz einnehmen. Vorbereitest du dich dafür? Ihr Männer. Lass uns jetzt beten. Ja? Vater Gott, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für Nehemia und sein Zeugnis. Herr, hilf uns, wachsam zu sein gegen die Pfeile des Satans. Lehre uns, nüchtern zu sein, während wir dir weiterhin dienen. Herr, beschütze unsere Kirche und beschütze das Leben jedes Einzelnen, der zu dieser Kirche gehört. Hilf uns, dass wir den Kampf nicht aufgeben, sondern mit der Hilfe deines Geistes mutig bleiben. In Jesu Namen, Amen. Amen.